ein Spiel gewinnen konnten. Und ja, für beide Teams ist es wieder ein richtungsweisendes Spiel. Ich glaube, es verspricht sowieso eine sehr spannende Saison zu werden, denn beide Teams haben zum Beispiel schon gegen Keltern gespielt. Keltern derzeit mit 4 Siegen aus 4 Spielen auf Platz 2 der Damenbasketball-Bundesliga. Und beide Teams, sowohl die Chemcats, die haben zu Hause, und die Lions auswärts mit nur 4 Punkten gegen eben diese Keltnerinnen verloren. Sodass das auch heute sicherlich ein spannendes Spiel wird. Man sollte zwar keine Milchmädchenrechnungen machen, aber ich denke, das hat einige Brisanz, dieses Spiel heute hier. Und die Protagonisten sind schon auf dem Spielfeld. Die Lions nach einer unruhigen Woche, zu der ich nachher noch ein bisschen was sagen werde, mit einer neuen Starting Five auf dem Feld. Emilia Jančeva. Als Center, und da sehen wir schon die erste schöne Zusammenarbeit zwischen Inken Henningsen und Laura Hebecker, die hier zusammen in die Starting Five bilden, mit Sascha Terrasova und Alina Hartmann zusammen zum 2:0 für die Lions. Chemnitz hat ein neues Team, eine neue Trainerin, und hier die ersten 2 Punkte durch die Nummer 21 der Chemnitzerin zum 2:2. Das war jetzt gerade Madison Buck. Und Buck, auch eine wichtige Spielerin, die Amerikanerin mit 12 Punkten im Schnitt. Die nächsten 2 Punkte für Sascha Terrasova zum 4:2 jetzt hier. Lions ganz gut aus dem Start gekommen, und Inken Henningsen mit der Aufgabe hier, eine gute Verteidigung gegen Gabriela Curanzaru zu spielen. Die Rumänin im Trikot der Chemnitzerin. Nach dem vergebenen Wurf von Leila Betic hier, Lisa Koop mit dem Rebound zum 4:4, die deutsche Nationalspielerin diese Saison zum ersten Mal im Chemnitzer Trikot. Sie hat ja bereits früher mit Amanda Davidson zusammen in Marburg gespielt. Davidson, eine alte bekannte Bundesligaspielerin, die letztes Jahr in der Saison in Chemnitz gespielt hat. Foul jetzt hier von Leila Betic. Und wer schon lange die Halle Lions verfolgt, kennt Leila Betic noch aus ihrer Zeit mit dem Lions-Trikot. Auf der anderen Seite hier Alina Hartmann mit dem Dreierversuch. Der geht zwar nicht. Und Betic setzt sich da durch, kann den Korb aber nicht machen. Foul gegen die Nummer. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube gegen Emilia Jančeva, Nummer 33. Erstes Foul beim Rebound, und hat sie da wohl Lisa Korb geschubst. Und Leila Betic mit dem nächsten Dreierversuch. Der sitzt diesmal zum 7:4 müsste es jetzt stehen. Betic in dieser Saison punktemäßig noch nicht so stark, 3,8. Fehlen konnte sie jetzt hier mit ihrem Dreier ganz nahe schon. Auf der anderen Seite Terrasova zum 6:7. Nach schöner Aktion da über die Seite im 1:1 durchgesetzt. Hier geht es bei Chemnitz natürlich über Lisa Koop. Die Größe muss genutzt werden. Aber hier nimmt sie den ersten möglichen nächsten Korb nicht wahr. Der pullert raus. Terrasa war wieder Dreh- und Angelpunkt der Halle Lions. 18 Punkte macht sie für ihr Team in dieser Saison in den ersten 4 Spielen. Und hier wird sie nur durch Foul von Gabriela Cosaro gestoppt. Zweites Teamfoul für die Chemnitz Chemcats. Erstes persönliches für die Rumänin in der Nummer 4. Und wieder Pick and Roll über Alina Hartmann, jetzt auf Inge Henningsen, die zum Dreier da frei steht. Und der sitzt. Schön. Inge Henningsen hier in dieser Saison erstmal mit signifikanter Spielzeit für die Halle Lions. Sie spielt 12 Minuten im Schnitt und dankt es ihrem Trainer mit 3 Punkten auch im Schnitt und einfach engagierter Verteidigung. 9:7 jetzt hier. Betic wieder gegen Terrasova. Interessantes Duell. Nicht, geht er nicht rein. Laura Hebecker kriegt da jetzt den Rebound, und Leila Betic foult da beim Versuch, den Rebound zu kriegen. Foulspiel. Zweites Foul für Leila Betic. Und
Einwurf für die Halle Lions. Da gibt es den gleichen ersten Wechsel. Bitic kriegt eine Pause, ausfällt, kommt mit der Nummer 13. Lucille Peroscha und die junge deutsche Spielerin ist erst 17 Jahre alt, spielt aber schon eine gute Rolle für Chemnitz. Spielt knapp 27 Minuten, im Schnitt 4 Punkte. Und auf der Gegenseite Alina Hartmann mit dem nächsten Versuch aus der Mitteldistanz leider nicht erfolgreich. 9:7 jetzt hier der Punktestand. Und Saro über Koop, die da eigentlich relativ lange sich in der Zone aufhält. Back mit dem Rebound, wie vernagelt ist hier der Hallenser Korb für die Chemnitzerin. Eigentlich gut gemacht da mit dem Offensiv-Rebound-Reigen. Aber die Lions haben da Glück. Und über Emilia Jantjeva geht's dann im Lions-Spiel weiter. Foul von dieser Koop hier. Und das ist bereits jetzt das vierte Team-Foul der Chemnitzerin. 6:24 noch im ersten Viertel zu spielen. Pause für Alina Hartmann. Lauren Engel kommt zum ersten Mal in dieser Partie ins Spiel. Die Amerikaner mit der 15. Schön gemacht da mit dem Cut von Emilia Jantjeva im Rücken von Lisa Koop zum 11:7. Auf der Gegenseite gute Aktion da von der Chemnitzerin mit der 20. Die Topscorerin von Chemnitz, Sarah Hallasch. Der erste geht nicht rein, aber Lauren Engel kann da nur durch Foul Hallasch nach dem Rebound stoppen. Und die geht für 2 Freiwürfe an die Linie. Hallasch, wie gesagt, mit den meisten Punkten für ihr Team. 14 im Schnitt, 8,5 Rebounds bei 30 Minuten Spielzeit. Einer der Aktivposten in dieser Saison bei den Chemnitz Chemcats. Beide verschießt sie, oh, aber die Lions verpassen hier den Rebound zu sichern. Tarasawat kann ihn nur zu einer Chemnitzerin tipsen. Erster Dreierversuch von Gabriela Kora. Ich versuche die Namen noch. Korsaru, dann der Anschluss zum 10:11 aus Sicht der Chemnitzerin. Tarasawa gegen Lucille Peroscha. Tarasawa, schöner Pass auf Laura Hebecker, die im Mittel des Tanks erfolgreich abschließt. Das sind 13:10. Und jetzt schwere Aufgabe für Lauren Engel, da ist keiner zur Hilfe. Gar keine Hilfe hier für ihre Mannschaft, für ihre Verteidigung. Und auf der Gegenseite Tarasawa hängt da Korsaru das nächste Foul an. Das wäre mit der Nummer 4. Zweites persönliches Foul und 2 Freiwürfe für Tarasawa. Erstmals hier für die Lions in der Erdgas Sport Arena aktiv, Kanisha Horn. Sie ersetzt Kendall Canyon, die unter der Woche einen Aufhebungsvertrag mit den Lions gezeichnet hat und zu Grüner Stern, nein, Rotonic Stars Keltern gewechselt ist. Kanisha Horn kommt vom Liga-Rivalen Wasserburg, hatte dort einen Probevertrag und sollte als Erstliga-Ersatz Zweitliga-Spielerin geholt werden. Die Lions haben das gewusst, konnten sich mit Wasserburg und dem Agenten von Kanisha Horn einigen und sie hier nach Halle an die Saale holen. Sie soll mehr Stabilität, Rebound, Kraft unter dem Korb bieten und Verteidigung. Ich bin gespannt. Heute sehen wir die 1,86 große Alabamerin und hier in der ersten Aktion gegen Lisa Koop. Aber Laura Hebecker ist da etwas zu stürmisch, glaube ich, zur Hilfe gegangen. Ja, wir wünschen von der Seite hier auch Kendall Canyon alles Gute in Keltern und Kanisha Horn natürlich hier bei den Halle Lions. Lucille Peroscha auf Hallasch.
Die findet da Coop in der Zone. Terrasse war schöner Stil und Foulspiel von dieser Coop, die da ziemlich harsch nachgreift bei der Foulbelastung, aber derzeit für die Lions eigentlich eher mehr ein Glück als ein Pech. Zwei Freiwürfe für Tarasawa und Coop kriegt ihr zweites persönliches Foul. Ja, das müssen sie natürlich, die Lions Team Defense spielen gegen dieser Coop. So eine große Spielerin haben die Lions nicht. Aber wenn sie das in der Team-Defense gut hinkriegen, dann können sie das auch kontrollieren. Terrasa war zweimal erfolgreich, denn wie ich jetzt gerade erst mitkriege, war das als unsportliches Foul gepfiffen worden von den Schiedsrichtern. Es war nachgegriffen, keine Chance mehr, den Ball zu bekommen. Und die Lions bekommen zu diesen zwei Freiwürfen also noch den Ball zugesprochen zum nächsten Angriff. 17:12 jetzt hier bei noch knapp 5 Minuten zu spielen in diesem ersten Viertel. Das war knapp. Engeln gegen mit Henningsen zusammen. Terrasa war nicht erfolgreich. Es war ein bisschen wild gegen zwei Leute. Hier gab es auch bei den Chemnitzerinnen einen Wechsel. 34. In der 34. Chaniaka Shields. Aber bei den Lions geht es hier schnell und das kann, der Fastbreak konnte jetzt hier nur durch einen Foul gestoppt werden. Spieler mit der Nummer 8, Fine Böhmke, auch auf dem Feld jetzt für die Lions, für die Chemcats. Erstes persönliches Foul und Lauren Engeln kann für 2 Freiwürfe an den Hohen gehen. Auch ein Wechsel bei den Halle Lions für Ingen Henningsen, die eine sehr gute Verteidigung gespielt hat hier in diesem ersten Viertel. Kommt Laura Schinkel. Laura Schinkel aus der WNBL-Truppe der SV Halle Lions. Schon mit 11 Minuten Anteil an dem Lions-Spiel in dieser Saison. Und dankt auch das mit 1,3 Punkten und 1,3 Rebounds. Lauren Engeln ein Punkt erfolgreich, 18:12 jetzt hier. Und Laura Schinkel gegen Fine Böhmke, interessantes Duell. Auch in der WNBL stehen die beiden sich gegenüber. Fine Böhmke gehört zu den 5 17-jährigen deutschen Nachwuchsspielerinnen, die die Chemnitzerinnen in ihren Reihen haben. Halasch hier mit dem Airball. Gut verteidigt da von den Lions, auch gut geholfen von Lauren Engeln. Und Lions wieder im Angriff. Kanisha Horn mit Lauren Engeln zusammen auf der Seite. Was war das? Schade. Schrittfehler Lauren Engeln. Sie ist die eine der wenigen Amerikanerinnen, die auch nach einer langen Zeit noch diesen typisch amerikanischen Fehler beim europäischen Basketball macht. Bevor der Ball das erste Mal dribbelt, geht dort schon der erste Schritt los. Ist in den USA erlaubt, leider in Deutschland und in Europa nicht. Und Amanda Davidson hat hier einen Wechsel vorgenommen, wieder zurück und spielt die rumänische Aufbauspielerin. Und Sanchanika Halasch mit ihren nächsten 2 Punkten, 4 Punkte der Rückstand jetzt. Gute Aktion da von der Chemnitzerin mit der Nummer 20, Gebecker. Wird da hart verteidigt. Laura Schinke auf der Seite frei. Becker mit dem Dreierversuch. Ui, der war weit weg. Back holt sich da den Rebound. Und die Chemnitzerinnen haben wieder eine Chance, näher heranzukommen. Mit der 13 Lucille Perosch. Dreierversuch, weiter Dreier. Der war nicht schlecht von Madison Back hier. Anschlusstreffer zum 17:18. Schade, die Lions haben sich ihre schöne 6-Punkte-Führung gerade selbst ein bisschen zerstört. Schinke hier im Zusammenspiel mit Kenisha Horn, noch 7 Sekunden. Ach, schade. Gut gedacht eigentlich beim Cut von Laura Hebecker, aber der war etwas zu scharf. Kurasaru holt ihn nicht, aber Kenisha Horn ist mit dem Rebound da und dann geht es bei den Lions schnell. Mitteldistanz von Laura Hebecker, das ist also besser dabei heute als von der Dreierlinie und 20:17 jetzt für die Lions.
Trinke mit der schweren Aufgabe, die Aufbauspielerin in Schach zu halten. Und Halasch mit ihrer nächsten Aktion. Lucille Perroche. 5 Sekunden noch. Vorsicht, Back hat gerade erst einen guten Dreier getroffen. Und die Lions haben Glück. Eigentlich hat das Madison Back hier gut gemacht. Zum Korb gezogen, über die Mitte völlig frei. Aber nicht erfolgreich. Laura Hebecker versucht gleich nochmal. Eiskaltes Händchen, würde ich sagen. Willkommen in der Erdgas-Sportarena. Laura Hebecker heute an diesem Abend. 2 ganz wichtige Punkte. Vom 18 zu 17 wieder auf 22, 17 etwas Luft. Und Amanda Davidson reagiert mit einer Auszeit. Und ich kann kurz nochmal was zu dem Wechsel. Ah, bevor ich das mache, gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Wir hören uns gleich wieder. Komm, lass uns mal die Welt erobern. Ich glaube, heute ist ein guter Tag dafür. Ich trag das Glück auf meinen Schultern. Überall kann alles passieren. Dieser Tag schenkt uns kalt und heiß. In laut und leise, rot und blau und allem, was dazu gehört. Jeder Tag liebt und weint und lacht. Jeder Tag, das ist alles nur Gefühl. Und jeder Tag fährt ein wenig ab in seinem jedes Mal eigenen Stil. Und jeder Tag fährt ein wenig ab in diesem Zauberfahrtenspiel. Saale Sparkasse. Gut für Halle und den Saalekreis. Heftige Ansprache hier von Amanda Davidson in der Auszeit. Und ja, sicher keine einfache Aufgabe gewesen, ein Team zusammenzustellen für diese Saison. Chemnitz mit 5 Profispielerinnen, eine Dänin, Amerikanerin mit dänischem Pass, 2 Amerikanerinnen, eine Bosnierin, eine Rumänin. 5 17-jährige deutsche Nachwuchskader und eine deutsche Nationalspielerin. Halasch hier gut in der im 1-1-Spiel. Mal sehen, Dreierversuch da von Halasch, der ist nicht drin. Und Kenisha Horn tippt da den Ball beim Rebound weg und Laura Schenke besitzt ihn. Kann das Spiel neu starten für die Lions. Schön gekattet, auch schade, der passt ein bisschen zögerlich von Elina Hartmann. Und guter Stil da von Lucille Perroche. Die Chemnitzerinnen wieder in der Möglichkeit zu scoren. Und wieder geht's über Halasch. Das war auch im Moment die Spielerin, die hier die meisten Akzente im grünen Trikot setzt. Noch eine Minute zu spielen hier in dieser Halbzeit. Noch 9 Sekunden auf der Shotclock hier für die Chemnitzerin in Grün, Madison Back. Oh, schön gemacht, Arsch. Das ist Pech jetzt hier gerade für Chemnitzerin gewesen. Toller Pass von. Das kann Alina Hartmann ruhig alleine machen. Ah, jedenfalls toller Pass gerade von Kosaru auf ihre Mitspielerin Shields, aber die hat den Ball nicht gefangen und die Lions haben davon profitiert. Erstmals im Spiel hier Renata Smutku, die Spielerin mit der Nummer 4 für die Halle Lions und Inken Henningsen mit Kenisha Horn gemeinsam und Kenisha Horn setzt sich da stark durch gegen Halasch. Ihre ersten beiden Punkte im Trikot der Lions. Auf der Gegenseite geht es aber auch durch Halasch schnell wieder. Die Chemnitzerin versuchen, da Druck nach vorne zu machen. Bleibt ihnen auch nichts anderes übrig. Shields holte sich ein Foul gegen Horn. Hätte man vielleicht auch anders sehen können. Oder fand es war ein typischer Center-Zweikampf. Aber Shields dafür 2 Freiwürfe an die Linie. Kann nochmal verkürzen hier zum Ende des Viertels. Dann sind noch 14,9 Sekunden auf der Uhr.
Wechsel. Sascha Tarasova kommt nochmal rein und gibt Laura Schinkel eine Pause, die ihr gut ausgeholfen hat. Bemerkenswert, wie wenig Fehler Laura Schinkel hier macht. In dieser ersten Bundesliga, egal gegen welchen Gegner sie bisher auf dem Feld gestanden hat. Tarasova kommt hier, um die letzten Punkte vielleicht zu machen. Das macht sie auch in typischer Kapitänsmanier. 2 Punkte dazu sind 26 zu 19 der Spielstand, 17 Punkte Führung. Erstmals, dass die Lions so offensiv stark in eine Partie gestartet sind, konsequent auch die Wege zum Korb gesucht haben, wenig von außen, kein Dreier bis jetzt, ein Dreier bis jetzt. Und Chemnitz hält dagegen, 19 Punkte ist natürlich auch eine starke Offensivleistung. Und ich bin gespannt, was da kommt in diesem zweiten Viertel. Sie sehen, weitere Partien an diesem Spieltag heute empfängt die BC Pharmacy of Marburg, die Eisvögel aus Freiburg. In Oberhausen wird an diesem Spieltag gegen Saar Louis gespielt. Die Rolltronic Stars Keltern empfangen Osnabrück. Wasserburg spielt zu Hause gegen die TH Wohnbau Angels und der Hanna TC empfängt die Avid Hurricanes. Die nächste Partie des Abends startet erst 19 Uhr, sodass gerade derzeit eigentlich nur das Spiel hier in der Edgar Sport Arena stattfindet. Beginn zweites Viertel, Punktestand 26-19, 10 Punkte bereits für Sascha Tarasova. Gerade mit der letzten Aktion hat sie nochmal unterstrichen, wie wichtig sie für die Halle Lions in dieser Saison ist. Sie übernimmt Verantwortung in den kritischen Phasen. Laura Hebecker mit 8 Punkten bereits. Auf der Seite der Chemnitz, Halasch mit 4, Back mit 5, die besten Punktesammlerinnen. Halasch hier wieder in Aktion, das macht sie gut. Aber Shields jetzt hier gegen Laura Hebecker für den nächsten Versuch. Aber Kenesha Horn ist da zum Rebound, weil der Layup daneben geht von Shields. Laura Hebecker versucht es von der Dreierlinie. Der geht zwar nicht rein, aber Kenesha Horn von der Freiwurflinie springt sie da unter den Korb. Gut gemacht von der Spielerin mit der Nummer 40. 4 Punkte jetzt für sie zum 28 zu 9. Halasch. Nächste Aktion, Mitteldistanz, wurde aber weit. Inken Hennings mit dem Rebound und Smutku jetzt im Aufbau. Auf Alina Hartmann, die aus der Mitteldistanz. Ach, schade, hat sie heute noch nicht ihren Wurf gefunden. Aber okay, haben wir auch schon gesehen, wie sie dieses Spiel ganz gut aussetzen konnte. Kurasaru versucht mit dem Dreier, der geht nicht rein, aber Shields ist zum Rebound da. Und dann geht es zum 2-2 mit Halasch. Die wird gut verteidigt von Alina Hartmann und Smutko kann den nächsten Fastbreak einleiten. Da gibt es einen Dreierversuch von Henningsen, etwas wilder. Aber Henningsen und Hebecker versuchen da gemeinsam den Stil. Der Ball geht durch die Beine und wie sieht's aus? Rauf, 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 alle schmeißen sich auf den Ball, offener Ball, Sprungball und Einwurf für, ich kann es noch gar nicht sehen. Wechsel bei den Lions, Sophia Edereni erstmals heute im Spiel bei den Lions, Einwurf für die Halle Lions nach dieser beherzten Stilaktion da von Smutko und Henningsen. Und jetzt gibt's die nächste Aktion. Henningsen, Pick and Roll, schön. Ach, schade.
Eine bisschen höhere kommen wir wäre genau zu Sophia Edoreni. Auf der Gegenseite geht es über Buck schnell. Oh, schade. Da gibt es einen Foulpfiff. Madison Buck macht den auch nicht rein. Aber zwei Freiwürfe verdient hier für die Damen in Grün. Die nächsten zwei Punkte. Ja, die Lions haben es jetzt gerade ein bisschen übertrieben mit den schnellen Abschlüssen. Da der Fast Breaks war gar nicht nötig. Hätten vielleicht nochmal eine ruhige Kugel schieben können. Aha, ruhige Kugel. Dafür jetzt Madison Buck mit der nächsten Möglichkeit, die ersten Punkte für Chemnitz in diesem Viertel zu machen. Der zweite Pass zum 20:28 aus Sicht der Gäste. Matchup-Zone übergegangen. Und Smutku nach guter Aktion. Toll gemacht von Edoreni und Hebecker. Aber da war Madison Buck in der Luft und blockt sie da weg. Macht nicht 2 Sekunden noch auf der Shotclock, so muss sie sofort geworfen werden. Gibt jetzt keine andere Möglichkeit hier für die Lions als sofort abzuschließen. Das muss Laura Hebecker jetzt mit dem Wurfversuch, aber der ist natürlich sehr schwer. Lela Bittic hat da gut aufgepasst in der Verteidigung und Chemnitz hat die Möglichkeit wieder zu verkürzen. Bittic gegen Hebecker, da würde ich nicht so viel Platz lassen, denn sie ist eine gute Schützin, Lela Bittic. Shields mit dem Offensiv-Rebound und Inken Henningsen stoppt sie da durch einen Foul, deswegen ein Chemnitz. Wechsel bei den Lions. Sascha Tarasova kommt, Sophia Edoreni, eine Pause und Emilia Jantjeva zurück. Und Pirosch mit dem 2-Punkt-Versuch. Der Ball ist bei Alina Hartmann. Über Inge Henningsen geht es schnell. Laura Hebecker auf Tarasova. Die zieht schön zum Korb in Emilia Jantjeva. 2 Punkte. 30:20 für die Lions. Bettic. Schöne Aktion da von der Bosnierin zum 22:30. Auf der Gegenseite über Tarasova und war Dreierversuch von Inge Henningsen für 3, sage ich da nur, 33:22. Und René Spandau verlangt da Druck von seiner Spielerin mit der Nummer 9, Druck auf Fine Böhmke, die gerade den Spielaufbau bei den Chemnitzerinnen innehat. Und das machen sie dann auch mit Sascha Tarasova, die Pech hat und Shields einen freien Korbleger schenkt beim Pass, statt Schrittfehler zu gehen. Naja, 24:33, sowas passiert mal beim Kampf um den Ball. Und Henningsen gleich noch einen nachlegen. Den kann sie nicht, aber Hebecker ist zum Offensiv-Rebound und kann nur durch einen Foul im Wurf gestoppt werden. Sodass sie für 2 Freiwürfe an die Linie geht. Wechsel bei Chemnitz. Palasch kommt für Perosch und Shields bekommt eine Pause. Da kommt zurück ins Spiel Lisa Koop. Der Rebound ist bei Lisa Koop. Jetzt könnte es hier schnell gehen. Jetzt sind die Chemnitzerinnen ziemlich frei. Hier vorne 2 gegen 1 nennt sich das Ganze. 26:34 jetzt. 8 Punkte weiterhin die Führung. Über Alina Hartmann und Laura Hebecker. Einwurf für die Halle Lions. Nachdem Lela Bittischer gut verteidigt hat. Ich habe es von hier aus nicht gesehen, wer zuletzt dran war.
aber die Lions bleiben bei 13 Sekunden Restzeit in Ballbesitz. Tarasawa über Hebecker. Toll gemacht. Schade. Toll gemacht von Alina Hartmann eigentlich den unterm Korb tauchend. Wechsel. Alina Hartmann gegen Kanisha Horn. Und Chemnitz wieder im Angriff. 8 Punkte jetzt der Rückstand. Und die Möglichkeit zu verkürzen. Back. Dreier Versuch. Ja, dass sie den vorhin schon getroffen hat, haben wir ja gesehen. Jetzt sind es schon gleich nur noch 5 Punkte. Oder? Ja. Aber Kimisha Horn kann sich da gut durchsetzen, aber wollte da, glaube ich, einen Foul haben. Jetzt müssen die Lions aufpassen, ihren schönen Vorsprung nicht zunichte zu machen. Mir Jantje war tippt den Ball da ins Aus. Chemnitz. Einwurf für Chemnitz. 5 Punkte jetzt nur noch zur Führung bei noch knapp 5 Minuten zu spielen. Halasch gegen Hebecker und jetzt geht es natürlich über Kop. Und da kann Emilia Jantjeva nur mit Foul stoppen. Bei 3 Würfe für Lisa Kop, die jetzt wieder verkürzen kann auf 3. Lions haben gerade ein bisschen vorne ein paar gute Punkte liegen lassen. Dabei haben die Chemnitzerinnen die Dreier versenkt, sodass Chemnitz jetzt auf 4 Punkte wieder in Tuchfühlung gekommen ist. Tine Böhmke gegen Laura Henningsen, Entschuldigung. Und über Tarasawa, die jetzt von Halasch schwer bewacht wird. 5 Sekunden auf der Uhr. 2er Versuch von Tarasawa. Der ist nicht drin. Jetzt müssen die Lions aufpassen. Und Böhmke wird da gut verteidigt. Konnte da nicht den freien Ball kriegen. Und ich bin gespannt, wer jetzt das Foul bekommt. Emilia Jantjeva kriegt das nächste Foul. Drittes persönliches Foul jetzt für sie. Ist auch eine schwere Aufgabe, Kop da zu verteidigen. Dafür gibt es einen Wurf für Chemnitz. Zurück im Spiel bei Chemnitz. Die Aufbauspielerin mit der Nummer 4. Back kriegt da den Ball draußen, aber vorher das Offensivfoul von Lisa Kop. Ihr drittes persönliches und da riskiert Amanda Davidson gar nichts. Da bringt sie ihre andere Zentrerin Shields zurück ins Spiel. Bei 4 Minuten und 4 Punkten Führung für die Halle Lions. Tarasawa und ach, schade. Tarasawa, schöner Pass auf Hebecker. Die Karte da zum Korb. Aber der geht auch ins Aus. War scharf gespielt. Wechsel bei den Lions. Ed Rainey kommt aufs Feld. Jantjeva kriegt eine Pause. Und auch zurück im Spiel Laura Schinkel, die jetzt hier wieder für die Lions spielt. Shields. Ballverlust, da Laura Hebecker hat aufgepasst. Schön gemacht. Schinkel konnte da den Ball nicht behaupten, aber Laura Hebecker schön zum Korb. Assist für Laura Schinkel zum 36:30. Kurze Erleichterung auf den Rängen, denn die Lions hatten jetzt hier 2-3 Minuten gar keinen Punkt gemacht. Tarasawa versucht, Betic da den Korb abzuhaken, aber toll. Tolles gemeinsames Spiel der beiden Centerinnen der Halle Lions und von Kanisha Horn ein Top-Pass auf Ada Rainey, die sich bedankt für 2 Punkte zum 38:30.
Auszeit folgerichtig von Amanda Davidson, die den Lauf der Lions jetzt hier versucht wieder zu unterbrechen. Ist in vielen Fällen ein probates Mittel der Coaches, ein Lauf der Gegner zu unterdrücken. René Spandau musste heute noch nicht viel Gebrauch von irgendwelchen Auszeiten machen. Ich bin gespannt. Wann das heute und ob das heute notwendig sein wird. Aber auch René Spandau nutzt 3:24 vor Schluss natürlich nochmal die Möglichkeit, mit seinen Damen hier ins Gericht zu gehen, Anweisungen zu geben, dass vor allem die Defensive etwas stabiler wird und auch Amanda Davidson hat ihre Mannschaft neu eingestimmt. Gerade mit einer ihrer besten Besetzungen auf dem Feld. Cosaro bekommt wieder eine Pause, dafür kommt Miss Böhmke zurück und auch Halasch, Back, Bicic und Shields. Für die Lions Edoraini Horn, Tarasawa, Hebecker und Schinkel. Und verteidigt da von Laura Schinkel. Ah, das war ein Tag zu doll. Das war Laura Schinkels Foul. Und da wir jetzt schon die Mannschaftsfoulgrenze aus Hallenser Sicht erreicht haben, gibt es zwei Freiwürfe für Böhmke. Böhmke, ich habe vorhin schon gesagt, auch 17-jährige deutsche Spielerin mit 5 Punkten und 20 Minuten. Auch schon jetzt ein Teil, richtiger Teil des Teams. Und dann macht sie auch hier ihren ersten Freiwurf rein. Und damit auch den ersten Punkt in diesem Spiel. Der zweite geht auch ein. Zum 32:38. Bei den Lions gab es einen Wechsel. Schinkel, Pause gegen Smutku. Und die Chemnitzerin jetzt hier mit einer Zonenverteidigung, wenn ich das richtig versuche zu lesen. Lorraine, Smutku auf Rebecca. Noch 4 Sekunden zu spielen. 2. Den kriegt sie noch los. Aber Chemnitz hat da eine gute Verteidigung gespielt. Die Lions in der Zonenoffense noch nicht so sortiert. Und Smutku jetzt mit der Verteidigung von Leila Bicic. Böhmke. Back gegen Horn. Und das macht Back gut. Aber ohne die Rechnung ihrer Gegnerin. Keine Punkte. Tarasawa dafür auf der Gegenseite zum 40:32. Bicic bringt den Ball für Chemnitz. Noch 2 Minuten in dieser Halbzeit zu spielen. 12 Sekunden noch und das ist immer gefährlich, Leute. Und Leila Bicic kann den treffen. Das hat sie vorhin schon bewiesen. Sascha Tarasawa macht die 2 Punkte im Fastbreak zum 42:32. 14 Punkte jetzt für die weißrussische Aufbauspielerin im Diensten der Lions. Und 1:39 noch zu spielen. Halasch wird wieder ins Spiel gebracht von Chemnitz. Dreierversuch hier wieder. Da helfen sie sich jetzt damit und der ist erfolgreich. Ja, also da muss ich sagen, da geben die Lions ihren Gegnern relativ viel Platz. Und da kommt es zum Wechsel bei den Halle Lions für Tarasawa. Und Horn. Nee, doch, ja, nein, vielleicht. Doch. Also Schinkel zurück, da Tarasawa gerade hier ein bisschen blutet. Das hat die Schiedsrichterin gerade angezeigt. Und Horn kriegt eine Pause dafür. Jantje war zurück. Und die Chemnitzerinnen bleiben in der Zone, in der sie ja doch gerade sehr erfolgreich waren, was die Zeitstrafe. Ah, Edoraini. Da ist Chemnitz gut dabei. Was ist der? Was zeigt der Pfeil? Der Pfeil zeigt Einwurf Chemnitz. Also mit der nächsten Aktion jetzt hier wieder erfolgreich. Nur noch 7 Punkte die Führung der Lions und eine Minute noch zu spielen. Wieder Halasch, Halasch, Halasch. Diesmal zum Korb.
Und da hat sie Pech, aber Shields ist da zum Rebound. Da hat keiner ausgeboxt nach dem Pick and Roll. War eigentlich gut gemacht von der Spielerin mit der Nummer 20. Es gibt eine Auszeit, die diesmal René Spandau nimmt. Bei 7 Punkten Führung und 56 Sekunden vor Schluss möchte er natürlich nochmal einen erfolgreichen Abschluss. Damit man das hier noch ein bisschen ausbaut. Das Punktepolster und auch Amanda Davidson hat die Chance, ihren Mädels nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg zu geben für diese letzten 56 Sekunden in diesem doch intensiven, aber sehr offensiv geprägten Spiel mit einer doch guten Trefferquote. Vor allem die Chemnitzerinnen von der Dreierlinie doch auch durchaus erfolgreich. Insgesamt haben sie da jetzt in dieser Halbzeit schon 5-mal erfolgreich von der Dreierlinie agiert. Und immerhin 15 Punkte bei 35. Ja, relativ gut ausrechnen. Bei den Lions nur 2 Dreier, die Inge Henningsen versenkt hat. Und auch sonst nur wenig Versuche von der Dreierlinie. Ja, so 2 von 6 ist da bisher die Ausbeute, dafür wesentlich mehr Punkte am Korb. Auf dem Feld jetzt Horn, Jantjewa, Tarasawa und die beiden deutschen Flügelspielerinnen Hartmann und Hebecker. Für die Lions für die letzten 56 Sekunden und auch jetzt haben die Chemnitzerinnen wieder umgestellt in ihre Mann-Mann-Verteilung, gehen weit mit raus in der Verteidigung. Und schön gemacht. Und 2 Punkte für Mirjan Schewan nach tollem Pass von Alina Hartmann. Nach diesem Post-Pick, ja, beide Postspielerinnen gegenseitig blocken sich. Irgendwas muss von der Defense passieren und dabei wird oft eine Spielerin frei. Und bei Chemnitz geht es wieder über Alasch. Kann sie da... Betic draußen. Die holt sich ihre Centerspielerin zum Shields zum Spiel und kann da nochmal. Da gab es einen Fehler vom Kampfgericht. 13,3 Sekunden. Noch zu spielen. Punktestand. Differenz blieb gleich nach jeweils einem erfolgreichen Angriff. Timeout für Daniel Spandau nochmal hier. Seine zweite. Und letzte Auszeit in dieser Hälfte. Und wir denken, ich denke, wenn alles normal läuft, dann sehen wir jetzt hier noch einen Angriff. Bester Fall für Chemnitz, Ballverlust für Lions und Dreier. Da ist man auf 4 Punkte ran. Bester Fall für die Lions, natürlich 2 Punkte, am besten über den Neuzugang, Kenisha Horn. Der wäre fast drin gewesen, ist nicht. 7 Punkte die Führung für die Halle Lions, 44-37. Offensives Spiel, beide Teams mit viel Zug zum Korb, viel freien Platz meiner Meinung nach, trotz eigentlich aggressiver Defense, und ich verspreche mir eine spannende
eine sehr spannende zweite Halbzeit. Wir hören uns gleich wieder. Jetzt sehen Sie... eine der letzten Aufführungen unserer Dance Devils. Und wir hören uns gleich nach den nach der Halbzeitpause wieder. Thank you.
Gesundheit ist alles. Vom ersten bis zum letzten Atemzug. Sie ist das Wertvollste, was ein Mensch besitzen kann. Gesundheit kann man nicht kaufen. Aber man kann etwas dafür tun. Gesundheit beeinflusst alles. Den Job. Den Sex. Die Freiheit. Gesundheit ist alles. Deshalb die Techniker. Komm, lass uns mal die Welt erobern. Ich glaube, heute ist ein guter Tag dafür. Ich trag das Glück auf meinen Schultern. Überall kann alles passieren. Dieser Tag schenkt uns kalt und heiß. In laut und leise, rot und blau und allem, was dazu gehört. Jeder Tag liebt und weint und lacht. Jeder Tag, das ist alles nur Gefühl. Und jeder Tag färbt ein wenig ab in seinem jedes Mal eigenen Stil. Und jeder Tag färbt ein wenig ab in diesem zauberbaren Spiel. Saale Sparkasse. Gut für Halle und den Saalekreis. Für unsere Auswärtsfahrt am 28. Oktober.
Fancourt@halle-lions.de. Und noch ein Hinweis für unsere Freunde aus Stärgau, wo aus dem Volleyball-Bundesligisten, da wir heute wieder die Piraten hier zu Gast haben in der Alka-Schott-Arena. Auch sie haben ein Heimspiel am 28. Oktober. In der ersten Volleyball-Bundesliga, dazu seid ihr ganz herzlich eingeladen am 28. Oktober. Zurück in der Erdgas-Sportarena in Halle an der Saale bei der Heimspielstätte SV Halle Lions. Ein offensiv geprägtes Spiel hier, 44-37 gegen die Gäste aus Chemnitz, die Chemnitz Chemcats. Besonders getragen durch ihre sehr gute Dreierquote, 5 von 10 in der ersten Halbzeit. Das sind 15 Punkte von den erzielten 37, also ganz wichtig. Diese Ausbeute dort bei Halle Lions insgesamt eine sehr gute Ausbeute aus Mittel- und Nahdistanz bei knapp 60%. Bei den Dreiern 2 von 6 eine durchschnittliche Quote. Sonst das Spiel relativ ausgeglichen. Die Lions 17, Chemnitz 18 Rebounds. Chemnitz hier deutlich aktiver beim Offensivrebound 7 bereits, die Lions nur 3. Turnover 5 und 6, Assists 6 und 4, Steals 7 und 5, also sehr ausgeglichen, auch die Fouls 10 und 9. Also der Hauptunterschied ist die Trefferquote bei den Lions deutlich stärker unter den Körben und aus der Mitteldistanz und bei den Chemnitzerinnen eben vor allem von der Dreierlinie. Ich bin gespannt, wer dieses Spiel hier für sich entscheidet heute. Beiden täte ein Sieg gut. Die Lions bereits ein Sieg auf der Habenseite. Oh, Stil von Back, der Pass von Inge Henningsen zu. Naja, absehbar würde ich fast sagen. Dafür Chemnitz wie eine in der Offensive. Und bei den Lions wieder Defensive. Lela Betic gegen Sascha Tarasova, da Foul von der Nummer 23. Sie erstes Foul, also kein Problem. Einwurf für Chemnitz. Metic nutzt da den Fake von Tarasova zum 39-44, die ersten beiden Punkte in dieser zweiten Halbzeit. Henningsen auf Janchewa. Über Tarasova, Mitteldistanz diesmal. Er springt wieder raus. Aber kämpfen da zwar alle um den Ball, aber die Chemnitzerin hier mit Vorteil. Back auf Halasch, aber oh, das ist natürlich der gute Start für Chemnitz. Jetzt 41-44, drei Punkte, das Spiel wieder völlig offen.
muss was passieren. Und was passiert, ist der nächste Turnover von den Lions. Das ist natürlich René Spandau nicht sehr glücklich. Es waren auch schon wieder nur noch 10 auf der Anzeige. Chemnitz kann wieder noch ein Stückchen näher rankommen. Gut verteidigt. Laura Ebecker leitet da den Passbreak ein. Und Tarasa war etwas ungestüm. Und Jantje war auch ungestüm. Und Sprungball, Einwurf für Chemnitz. Und René Spandau geht da harsch vor, denn in seiner Lions gerade völlig kopflos in der Offensive unterwegs. Marlene Hartmann gegen Back. Madison Back setzt sich da gut durch und kriegt 2 Freiwürfe zugesprochen nach Foul von Alina Hartmann, die hier ihr zweites persönliches Foul einsammelt. Spielt in dieser zweiten Halbzeit. Bei Mainz noch kein Punkt gefallen. Derer 6 jetzt bereits bei Chemnitz zum 43:44 Anschlusstreffer. Ingen Henningsen muss sich da behaupten gegen Lela Betic. Und dann gibt es ein 2-2 mit Laura Hebecker, die aus der Mitteldistanz leider auch kein Glück hat gerade. Und Chemnitz jetzt in Führung gehen kann, wenn sie diesen nächsten Angriff hier abschließen. Und da der nächste Steal durch Laura Hebecker. Und jetzt mal Tarasava, die sich da beim Fastbreak durchsetzt zu 2 Freiwürfen. Da sie gefoult wird von Lucille Perroche, kann sie wieder etwas Luft verschaffen und auch den Fans, die hier immer in der Erdgas-Sportarena so lange stehen, bis ihre Mannschaft in dem jeweiligen Viertel die ersten Punkte macht. Und das macht Sascha Tarasava hier. Mit 2 Freiwürfen zum 46:43, 3 Punkte, jetzt hier wieder die Führung. Und konzentriert verteidigen, so wie die letzten beiden Offensiven, ist wichtig für die Lions, damit sie hier vorne wieder aktiv sein können. Back steht wieder frei an der Dreierlinie, der geht diesmal nicht rein. Aber Betic zum Rebound da, da hat aber Emir Jantjeva ein bisschen gepennt, weil sie nämlich nicht ausgeboxt hat, beziehungsweise Shields da noch an den Ball gekommen ist und den zu ihrer Mitspielerin Lela Betic tippen konnte. 2 Freiwürfe demnach für Lela Bittic und Inken Henningsen mit ihrem zweiten persönlichen Foul. Drittes Mannschaftshäuschen für die Lions. Und Lela Bittic übernimmt hier Verantwortung für ihre Mannschaft und setzt hier gerade ihren 12. Punkt in dieser Partie. Ich hatte ja schon gesagt, bisher eher wenig Punktausbeute für die Bosnierin. 3,8 im Schnitt. Heute ihr punktetechnisch bestes Spiel. Anschluss wieder ganz offenes Spiel und Tarasava über Emilia Jantjeva und Alina Hartmann. Die versucht zu Jantjeva zurückzuspielen, aber Back ist da und tippt ins Aus. Lucille Perroche, 2 Punkte für die Weißrussin, 16 Punkte jetzt auf ihre, die 18 Punkte jetzt für sie und 48:45 für die Lions.
Kalasch gegen Hebecker, da braucht sie Hilfe. Und das nächste Foul von Emilia Janche war 2 Freiwürfe für Halasch. Da sind sie in der Hilfe etwas zu spät, muss man wirklich sagen. Die Lions. Das ist relativ einfach. Laura Hebecker dringt, dann Halasch über die Innenseite. Und Wechsel bei den Lions für Emilia Janche war kommt. Kenisha Horn. Janche war jetzt auch mit 4 Fouls. Das auch ein Risiko aus René Spandaus Sicht natürlich. Und Halasch mit 2 vergebenen Freiwürfen. Und die Lions wieder mit Turbo, Sascha. Aber diesmal verliert sie den Ball. Die Lions bleiben aber dabei. Gut verteidigt da von Inge Henningsen, verhindert sie da einen einfachen Fastbreak. Und die Lions können sich zumindest in der Defensive kurz ordnen. Foul von Alina Hartmann da. Das ist jetzt das 5. Mannschaftsfoul. Das bedeutet, die Chemnitzerinnen können bei jedem nächsten Foul an die Freiwurflinie gehen. Ach, Mensch. Hartmann jetzt mit ihrem 3. persönlichen Foul auch. Chemnitz erst ein Foul in dieser Partie, in dieser zweiten Halbzeit. Haben sich die Lions ihren schönen Halbzeitvorsprung etwas selber gekostet. Jetzt haben sie etwas Glück, da die Chemnitzerinnen ihre Freiwürfe nicht nutzen, sonst würden sie nämlich jetzt schon ausgeglichen haben. Ja, Halasch gerade mit 2 vergebenen, backt jetzt hier den nächsten daneben. Die geben den Lions Zeit, sich zu sammeln. 2 Punkte jetzt noch die Führung. Und 6 Minuten in diesem zweiten Viertel. Bei einer relativ mageren Punkteausbeute hier aus Sicht der Lions. Oh, der nächste Steal von Shields. Alina Hartmann heute nicht mit den besten Fingern hier. Und Horn mit ihrem 3. Foul. Und Shields macht den rein zum Ausgleich. Und wenn sie den Freiwurf jetzt trifft, Chemnitz in Führung, Wechsel bei den Lions. Hartmann kriegt eine Pause. Engeln kommt ins Spiel. Das war wahrscheinlich so nicht geplant. Der geht daneben. Glück für die Lions. Gleichstand. Und 48-48 jetzt der Zwischenstand. Was mir so ein bisschen bei den Lions fehlt, ist das, was wir in der ersten Halbzeit gesehen haben, dass die Pässe durch die Reihen liefen, dass gute Anspiele gefunden wurden. Jetzt sind noch 6 Sekunden auf der Shotclock und es ist noch nicht wirklich viel passiert. Inge Henningsen da kurz vor knapp noch den Schuss abgedrückt. Das ist irgendwie alles nicht so das, was wir in der ersten Halbzeit von dieser Lions-Mannschaft gesehen haben. Überback. Aber das ist wenigstens da. Der Kampf um den Ball. Und Hebecker entscheidet sich gegen den Dreier und über Kenisha Horn zu nicht leider 2 Punkten. Schade, der hätte den Lions gut getan, der Korb von Kenisha Horn. Gegen Henningsen, Halasch gegen Hebecker. Gut verteidigt davon Laura Hebecker. Immer die schwerste Aufgabe für die Hallenserin mit der Nummer 12. Gute Verteidigung da. 4 Sekunden auf der Uhr, kein Foul. Und Halasch und so abgeklärt. Ganz stark davon. Sarah Halasch zum 50-48. 4 Punkte erst bei den Lions. 11 bereits für Chemnitz in diesem Viertel. Nein, sogar 13 jetzt. Und Kenisha Horn wird gesucht und gefunden. Und Laura Hebecker kriegt den Ball nicht. Dafür Sascha Tarasawa mit dem Rebound. Und der Dreier von Inge Henningsen, die ja schon 2 in dieser Partie getroffen hat, der geht leider auch nicht rein. 4 Minuten noch zu spielen. Jetzt sollten die Lions wieder aufwachen. Und
Lucille Perroche gegen Tarasava und Leila Betic schön eigentlich auf Halasch, aber da war auch hier die 24 Sekunden abgelaufen. Auszeit gibt es jetzt hier von Chemnitz. Ach doch, naja, hat Amanda Davidson ihrem Team zusammengeholt, vielleicht um ihnen eine kleine Pause zu geben nach dieser doch beherzten, nach diesem beherzten Beginn gegen die Lions hier Anfang dieser zweiten Halbzeit. Ja, dieses doch offensiv geprägte Spiel, von dem ich ja schon in der ersten Halbzeit gesprochen habe, ist jetzt irgendwie bei den Lions wie weg. Chemnitz hat meiner Meinung nach die Defensive nicht zu stark intensiviert. Das war vorhin ganz genauso intensiv. Aber die Lions versuchen jetzt, eben hatten wir es nochmal ganz gut gesehen bei dem Cut von Laura Hebecker, das war eigentlich ganz gut, so wie sie auch vorhin gespielt haben, aber es ist irgendwie gerade so ein bisschen der Faden gerissen und der Rückstand beträgt nur 2 Punkte, es ist also alles drin in dieser Partie, aber es ist eben, wenn man 2 Viertel lang die Punkte, den Punktevergleich anführt, natürlich nicht so schön, vor allem, weil man jetzt hier mit 9 Punkten bereits, wenn man nur das Viertel betrachtet, hinten liegt, 4-13, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, der Zwischenstand in diesem dritten Viertel. Während die Lions sonst den Start der Partie verpennt haben, haben sie jetzt in diesem Spiel erstmal so den Start in die zweite Hälfte verpennt. Ich bin gespannt, wie sie jetzt aus dieser Auszeit kommen. 2 Große auf dem Feld, Horn und Adoraini. Schinkel, Tarasawa und Hebecker auf den Außenpositionen. Einwurf geht an Chemnitz, nein, die Lions unterm Korb. Und auch zurück im Spiel bei den Chemnitzerinnen Lisa Koop jetzt hier. Rosaru auf der 1. Back und Halasch auf den großen Außenpositionen. Und Leila Betic. Zonenverteidigung. Bei Chemnitz. Und hier, ich glaube, Glück im Unglück für die Lions. Ich habe nicht gesehen, wer dran war, aber es sieht so aus, als wäre es eher Laura Schinkel gewesen. Die Tarasawa da findet. Mitteldistanz von der Weißrussin. Und Kenisha Horn ist zum Offensivrebound da. Gleicht die Partie hier aus und 3 Minuten vor Schluss des dritten Viertels ist hier alles drin. Und auch René Spandau hat ihn gestellt auf Zone. Und Betic auf Kalasch, Außenposition, kriegt den da nicht, den Dreier. Aber Back ist weit draußen zum Dreier da, diesmal nicht getroffen. Glück für die Lions, auch gut verteidigt da in dieser Zone. Und über Kenisha Horn, schöner Stepback von der Amerikanerin. Der geht nicht rein, aber Lions weiter in der Partie. Und Chemnitz, natürlich auch. Rasa war hier mit einem schönen Stil gegen Halasch. Und die sitzt sie daneben. Da wird sie aber auch gefoult von Sarah Halasch. Und deswegen kriegt sie 2 Freiwürfe zugesprochen. Auch Laura Schinke wäre da gewesen zum Rebound. 2 Freiwürfe für die Nummer 23 im Team der Lions. Versenkte Freiwürfe für Sascha Tarasawa, 20 Punkte für sie, 52 für die Halle Lions. Koop, Betic, Halasch, Dreier von außen, der geht daneben und Tarasawa Elraini zusammen mit dem nächsten Rebound. Laura Schinke nicht gesehen, dass sie da ganz alleine war. Keiner mit ihr gerechnet hat da auf dem Flügel. Schön gemacht. Schade. Schön gemacht von Laura Hebecker auf Sophia Adoraini zum 54-50. Gut eingeleitet hier von Laura Schinke.
So, Fine Böhm wieder auf der Flügelseite. Sieht da Madison Buck, die ist ganz frei. Schade aber auch. Keine Verteidigung da, aber nicht erfolgreich aus der Mitteldistanz. Madison Buck. Und Foul von Leila Betic, um den Fastbreak von Sascha Tarasova da zu stoppen. Drittes persönliches Foul für Leila Betic, ist aber auch alles noch gut bei 1,22. Und Timeout von René Spandau. Einwurf nach dieser Auszeit. Ach nee, Entschuldigung. Jetzt zweite Auszeit von Chemnitz. Mittlerweile haben auch weitere Spiele begonnen in diesem vierten Spieltag. In Marburg steht es derzeit zu Beginn des zweiten Viertels 14-13. Und in Oberhausen gegen die Saloyrols 19-13. Egal wie dieses Spiel heute ausgeht hier bei den Halle Lions, was man sieht auf dem Spielfeld, ist nach nur 3 gemeinsamen Trainingstagen schon eine gute Integration von Kenisha Horn. Renata Smutku hat noch nicht viel gespielt, aber auch sie sicherlich eine Entspannung im Kader der Lions. Das heißt, wenn sie dann final integriert sind, die beiden Spielerinnen, sicherlich eine Unterstützung und eine Verbesserung des Hallenser Kaders. Wie gesagt, 3 Tage erst gespielt. Beide Seiten haben sich viel Mühe gegeben, sich zu integrieren gegenseitig. Und die Lions in der Offensive. Tarasova mit Kenisha Horn 2-2 auf der Seite. Und Horn, schön, toll gespielt hier von Kenisha Horn und Laura Hebecker. Es kennen sie schon 3 Wochen oder 4 oder 5, so lange wie so eine Vorbereitung so geht. Zum 56-50 Hebecker jetzt mit 13 Punkten zu alter Punktausbeute zurückgekehrt. Böhmke, die Lions bleiben in ihrer Zonenverteilung und Betic mit dem nächsten Dreierversuch. Der geht daneben und der Ball ist bei Sophia Edereini. Und noch 41 Sekunden zu spielen. Und die Lions-Fans sicherlich jetzt mehr oder weniger froh darüber, dass die Lions hier kurz vor Ende wieder aufgewacht sind. Kenisha Horn mit ihren nächsten 2 Punkten nach dem Korbleger, den Tarasova da nicht unterbringen konnte, zum 58-50. 20 Sekunden noch in diesem dritten Viertel, dass die Lions hier jetzt 12-13 wieder auch fast ausgeglichen haben. Böhmke mit dem Dreierversuch, der ist kurz und Horn hat da den Ball. 3, 2, 1, Dreier von Tarasova. Er geht knapp daneben, verärgert sie sich, macht aber nichts. 58-50, vor allem durch das Rebound-Verhalten von Horn und dem guten Auge von ihr auf Hebecker haben sie das Viertel hier nochmal kurz rumgerissen. Ach doch, 14-13 jetzt hier. 8 Punkte die Führung. Also aus dem 4-13 Rückstand in diesem Viertel nur gesprochen. 10-0 Run für die Lions hier in den letzten 3,5 Minuten. Und jetzt werden beide Trainer die richtigen Worte finden müssen, denn gerade haben wir es gesehen, das Spiel kann ganz schnell kippen. Das ist beim Basketball nicht verwunderlich, dass auch mal ein 10-12 Punkte Rückstand mit 3 Dreiern ganz schnell egalisiert werden kann. Und ich denke, es bleibt spannend bis zur letzten Minute. Komm, lass uns mal die Welt erobern. Ich glaube, heute ist ein guter Tag dafür. Ich trag das Glück auf meinen Schultern. Überall kann alles passieren. Yeah.
dieser Tag schenkt uns kalten Hals in laut und leise, rot und blau und allem, was dazu gehört. Jeder Tag liebt und weint und lacht. Jeder Tag, das ist alles nur Gefühl. Und jeder Tag fährt ein wenig ab in seinem jedes Mal eigenen Stil. Und jeder Tag fährt ein wenig ab in diesem Zauberfahrtspiel. Saale Sparkasse. Gut für Halle und den Saalekreis. In der Erdgas Sport Arena im Ostderby. Ostderby, so ein doofes Wort. Im Lokalderby. Im Mitteldeutschland-Derby der SV Halle Lions gegen die Chemnitz Chemcats. 58 zu 50. Bis vor 3,5 Minuten sah das noch nicht so aus. Da lagen die Lions mit 2 Punkten hinten. Aber dann haben sie sich eines Besseren besonnen. Und das erste Foul in diesem Viertel geht an Fine Böhmke. Die hat die schwere Aufgabe, eine erfahrene weißrussische Nationalmannschaftsspielerin hier zu verteidigen, nämlich Sascha Tarasova. Und da bleibt so ein Foul mal nicht aus. Böhmke mit ihrem zweiten Foul. Und das nächste Foul. Chemnitz jetzt deutlich aggressiver in der Verteidigung. Lena Bittic kriegt jetzt hier ihr viertes beim Schieben an Laura Hebecker. Hebecker frei zum Dreier. Und den macht sie, das kann sie, zum 61 zu 50, 11 Punkte Führung. Ich glaube, das war auch vorher schon mal im zweiten Viertel, aber jetzt die höchste Führung für die Lions. Lela Bittic auf Halasch, die wird gut verteidigt von Kenisha Horn und Ausball von der Amerikanerin erzwungen. Wieder Hebecker und Tarasova gemeinsam auf der Seite. Huch, Ballverlust da von Sascha Tarasova und Chemnitz kann geordneten Spielaufbau versuchen über Halasch natürlich und innen über Lisa Koop. Das ist natürlich schwer für die Lions zu verteidigen. Back zum Dreier, drei diesmal da nicht erfolgreich und nach vielen Tipp hin und hers der Freiwurf, der Fastbreak für die Lions. Ach shit. Heftiger Pass von Sascha Tarasova, entschuldigen Sie den Ausdruck, nehme ich wieder zurück. Aber da ein straffer Pass auf Laura Hebecker, die sich zwar da gut zum Korb gelöst hat, aber nicht so richtig bereit war, glaube ich, für diesen scharfen Pass. Chemnitz also wieder in Angriff, im Angriff. Koop jetzt da unterm Korb natürlich eine Mauer. Und Halasch mit dem nächsten Dreierversuch. Also wenn sie es schaffen, dann über diese Dreier. Da stehen sie jetzt gut frei, die Chemnitzerinnen. Und das macht Sascha Halasch jetzt hier auch. 8 Punkte. Jetzt die Führung der Halle Lions. Halasch jetzt mit 14 Punkten. Die Topscorerin ihrer Mannschaft. Gefolgt von Leila Bejic mit 13. Immer wieder über Tarasova geht das Spiel. Und Foulspiel von Back, das war Pech. Eigentlich hatte Lisa Koop den Ball schon bald. Madison Back war da einen Schritt zu spät in der Defensivhilfe. Ja, dann das vierte Foul von wem war das jetzt? Von der Nummer 7. Lisa Koop hat das Foul da gemacht. Ach so, ich dachte, das war Madison Back. Gut, habe ich von hier oben falsch gesehen. Nichtsdestotrotz zwei Freiwürfe für Sophia Adoraini und Pause für Lisa Koop, die natürlich mit 4 Fouls stark gefährdet ist, das Spielfeld vorzeitig verlassen zu müssen. Shields zurück im Spiel. Ja, das Pech bei Adoraini. Einer wäre schön. Und dann
ist der auch drin zum 62 zu 53 bei 8 Minuten noch knapp zu spielen. Betic auf Back. Gut verteidigt eigentlich von Kenesha Horn. Foulspiel aber, und es müsste auch ihr viertes sein, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 8 Minuten noch zu spielen. Viertes Foul von Kenesha Horn. Zwei Freiwürfe für Madison Buck, die ihre Mannschaft jetzt wieder auf 7 Punkte ranbringen kann. 12 Punkte für die Amerikanerin bisher. Und da ärgert sie sich natürlich nicht. Ganz verständlich, dass der da nicht reingeht. Sie fragt sich wahrscheinlich selber, was da los ist. Na doch, eine gute Schützin. Die Spielerin der Chemnitzerin mit der Nummer 21. Und der zweite knuckelt sich so rein. 8 Punkte die Führung für die Halle Lions. Oh, Pech aber auch. Sophia Adraini ist zwar da zum versuchten Offensivrebound da, aber kriegt ihn dann nicht zu fassen. Und Defense wieder für die Lions, Offense Chemnitz. Back auf Perosch. Dreier Versuch, der ist nicht drin. Ah, schade, den kriegt Kanisha Horn dann nicht zu fassen, den weiten Ball. Und ein Wurf bleibt bei Chemnitz. Wechsel für die Lions, zurück im Spiel, auch mit 4 Fouls belastet, Emilia Jantjeva für Kenesha Horn, die ja auch 4 Fouls hat, die sicherlich nochmal gebraucht wird für die letzten Minuten. Und Jantjeva zurück im Spiel. So, eine weiter hier von René Spandaus Team. Und 24 Sekunden Penalty. Was denn nun hier? War doch ein Rebound. Naja, egal. Jedenfalls Ballverlust von Chemnitz. Halle Lions im Ballbesitz nach guter Verteidigung. Shotclock für die Lions, 10, 9. Und oh, das ist ein Foul, Leute, das kann man doch nicht pfeifen. Und Adraini, auch wenn sie den da nicht reingemacht hat, ist da aggressiv und geht zum Rebound. Hätte ich jetzt schon als Foul gepfiffen, egal. Chemnitz im Ballbesitz nach diesem Jump. Und René Spandau motiviert da seine Spielerin mit der Nummer 77 zum Ganzfeldpressing an Leila Bitic. Über Lucille Perosch geht das Ganze und Back und Halasch weit auf Bitic. Oh. Und das ist echt gefährlich. Ja, da sind 3 Punkte drin für Leila Bitic. Die 5 Punkte Führung nur noch für die Lions. Ballverlust von dem Jantje war. Das können die Lions natürlich jetzt gerade gar nicht gebrauchen, sowas. Da kann aus der schönen Führung ganz schnell wieder ein Rückstand werden. Ne? Da müssen die Lions da. Bitic wieder an der Dreierlinie, völlig frei. Und der das ist echt trudelig. 3 Freiwürfe für Leila Bitic und das 5. Foul für Jantje war. Wechsel bei den Lions. Horn zurück. Hartmann kommt für Schinkel und Leila Bitsch kann ihr Team wieder auf 2 Punkte ranbringen. Ich sagte ja, es bleibt spannend, wenn ich es mir anders gewünscht hätte.
Und alle drei erfolgreich zum 60-62 aus Sicht der Chemnitzerinnen. Wieder alles drin. Und Wechsel, Elabetic geht. Cosaro kommt zurück. Und für Lucille Perroche kommt Fine Böhmke. Brasava mit dem Dreier. Mein Glück. So wichtig dieser Dreier zum 5-Punkte-Vorsprung. Und der nächste Dreierversuch, der geht weit drüber und weit ins Aus am Board oben. Also für die, die es nicht wissen, wenn der Ball das Backboard berührt, also das Gestänge hinter dem Brett, dann ist das ein Ausball und der Gegner kriegt den Ball zugesprochen. Fünf Sekunden noch und Kenisha Horn mit den so wichtigen nächsten 2 Punkten für ihr Team. 67-60 und defensiv. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat sich René Spandau hier für eine Veränderung entschieden. Lucille Perroche macht da einen Schrittfehler. Kenisha Horn darf natürlich nicht mehr faulen und Einwurf bleibt trotzdem bei den Lions. 4:38 vor Ende dieses spannenden Duells der Chemnitz Chemkids gegen die Halle Lions. Tarasawa mit den nächsten 2 Punkten zum 69-60. Und zurück im Spiel natürlich bringt Amanda Davidson Leila Betic zurück, die ja dafür gesorgt hat, dass die Chemnitzerinnen überhaupt wieder rangekommen sind. Und Shields gegen Adoraini. Gut verteidigt da. 2x9! 2x von Adoraini. Gut verteidigt. Aber beim zweiten Mal entscheidet sich die Schiedsrichterin für Foul gegen die große Nummer 34 der Lions. Und Shields darf an die Freiwurflinie. Shields zweimal erfolgreich von der Freiwurflinie zum 62-69 aus Sicht der Gäste. Becker gegen Perroche, aber Adoraini zum Rebound da, alle schmeißen sich drauf und diesmal ist der Ball bei den Halle Lions nach Sprungball 3:50 und Einwurf bei 14 Sekunden auf der Shotclock. Auszeit diesmal von, muss ich gucken, bei von René Spandau bei knapp 4 Minuten zu spielen.
Einwurf unter dem Korb. Okay. 10 Sekunden waren noch auf der Uhr, ist noch genug Zeit. Und das war wichtig für Alina Hartmann. Ihre ersten beiden Punkte aus dem Spin zum 71-62 für die Nummer 14 im Trikot der Lions. Mitic jetzt Dreh- und Angelpunkt. Tarasova verteidigt Pirosch. Über Kob soll es gehen, die soll es richten. Back mit dem Dreierversuch, der geht daneben. Und Kanishorn kann dagegen Kob den Ball behaupten. Und Sophia Edorini macht das gut gegen Madison Back da, die da aber auch ein Offensivfoul gesehen haben will. Edorini für Freiwürfe doch an die Linie trotzdem. Back mit ihrem ersten persönlichen Foul in der Partie. Der erste geht rein. 10 Punkte jetzt die Führung und 3 Minuten noch zu spielen. Auch der zweite mogelt sich rein. Das ist wichtig auch für Sophia Edorini, die ja immer so ein paar Probleme von der Vorwurflinie hat. Jetzt 7 Punkte für sie und 73 für die Lions. Petic auf Halasch, die findet Kob, gut gemacht von Chemnitz da, unterm Korb Kob zum 64-73. Gute Verteidigung da von Sanania Halasch und Kaney, toller Pass auf Alina Hartmann, die wird da aktiv angegriffen. Das war ein bisschen heftig da alles unterm Korb. Trotzdem geht es schnell auf Seiten der Chemnitzerin und Offensivfoul von Halasch da gegen Tarasova, die perfekt stand, nachdem Laura Hebecker Halasch nicht stoppen konnte. Sie vollständig reinbrettert da in Sascha Tarasova. Die kriegt erstmal gleich ein Taschentuch zu, aber Halasch scheint da ein bisschen mehr Schmerzen zu haben. Aber zumindest kommt sie erst schlecht zu sich. Aber wir haben ja einen Teamarzt. Sie sehen ihn da, Rüdiger Neh vom Uniklinikum Gröllwitz ist zur Stelle und guckt nach Sarah Halasch, von der wir hoffen, dass jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Es war schon ein harter Zusammenstoß. Sie hat vielleicht auch durch die Situation mit Hebecker da im 1-1 nicht gesehen, dass da noch jemand steht von den Lions. Schiedsrichter-Auszeit wird genommen. Noch Amanda Davidson ist gleich da und guckt, wie es ihrer Spielerin geht. Und da steht sie wieder, ein Glück. Das war natürlich jetzt ein Schmerzschreck. Kriegt hier Applaus vom Hallenser Publikum. Da ein sehr gutes Spiel gemacht bisher für ihre Mannschaft. In der zweiten Halbzeit etwas unauffälliger als in der ersten, für meine Begriffe. Punktemäßig ändert sich da nichts. In beiden Halbzeiten hat sie jetzt 7 Punkte gemacht, aber in der ersten Halbzeit war sie präsenter und gefährlicher aus meiner Sicht. Noch 2:20 zu spielen. Nächste Woche verschlägt es die Halle Lions am Sonntag nach Osnabrück zum Aufsteiger, der auch nicht den besten Start in die Saison erwischt hat. 4 Niederlagen haben die Osnabrückerinnen im Moment auf der Habenseite bei keinem Sieg. Auch wenn da natürlich zum Beispiel Gegner Wasserburg dabei war, denn womöglich in dieser Saison wieder keine Mannschaft zu schlagen vermag. Und wenn man sich Kenisha Horn anguckt, die bei Wasserburg als Ersatz gegolten hätte, dann ist das nicht verwunderlich, denn sie haben wieder einen starken Kader, denn sie wollen Deutschland im Eurocup vertreten.
Und dazu müssen sie natürlich einen sehr starken Kader aufs Feld bringen. Die Lions bei 2,20 im Angriff und 9 Punkten Führung über Aline Hartmann, die da gut verteidigt wird von Betic. Und Sophia Edereini kann da zwar den Ball nicht behaupten, aber Laura Hebecker ist da und Kurasaru greift hinterher, macht das nächste Foul und bei 5 Teamfouls bedeutet das für die Lions, dass sie für 2 Freiwürfe an die Linie gehen. Laura Hebecker kann da ihre nächsten Punkte machen. Kurze harte Situation bei beiden Teams. Meine Davidson ist da nicht zufrieden mit dem Call. Laura Hebecker mit 2 Freiwürfen erfolgreich zum 75-64. Das beste Spiel für sie in dieser jungen Saison. Bereits 18 Punkte hat sie gemacht. Petic auf Kwasau. Die auf Back. Und Back verliert da fast den Ball. Tarasawa aber im Nachfassen ein Foul. Ja. Zweites persönliches Foul. Einwurf Chemnitz. Wieder Bittich gegen Laura Hebecker hier. Ein gutes Spiel gemacht. Leila Bittich, nächster Mitteldistanzversuch, sitzt auch. Jetzt ist sie da schon über die 20-Punkte-Grenze. Zum 66-75. 9 Punkte noch der Rückstand für die Chemnitzerin. Hartmann von 4-3. Der sitzt. Wie geil ist das denn? 78-76. Timeout von Amanda. Nö, nicht von Amanda Davidson, oder doch? Sage ich Ihnen gleich. Manchmal sehe ich das von hier oben nicht. Sie ist immer, ja, dritte Auszeit von Amanda Davidson hier in der zweiten Halbzeit, 1:14 vor Schluss. Ja, wichtig für Aline Hartmann, ja, sie hatte bereits in der Saison einen Schnitt von 12,5 Punkten pro Spiel bei 29 Minuten Spielzeit und heute gerade am Anfang dieser Partie der Korb für sie wie vernagelt und dann kam sie aufs Feld in der zweiten Halbzeit, schon ein wichtiger Treffer von ihr in einer schwierigen Lions-Phase und jetzt der Dreier natürlich zur 12-Punkte-Führung, der dem Vorsprung etwas Stabilität gibt. Und ich denke, Amanda Davidson wird nichts anderes übrig bleiben, als wieder über Dreier zu versuchen, noch das Ruder rumzureißen. Bei 1:14 ist das natürlich eine schwierige Aufgabe. Halle Lions, Chemnitz im Angriff, am 5. Spieltag der Planet Cards Damen-Basketball-Bundesliga. Und klar geht's über Leila Betic, 21 Punkte für sie, spielt jetzt auch schon eine ganze Weile mit 4 Fouls und Kurasaru mit dem Dreier, sagte ich's nicht, über den Dreier kann man zurück ins Spiel finden. 78-69, jetzt noch 9 Punkte der Rückstand. Aline Hartmann. Tarasawa wird immer wieder gesucht. 50 Sekunden noch. 9 auf der Shotclock. 8. Und da macht Tarasawa noch 2 Punkte. 27 jetzt für die Weißrussin.
zum 80 zu 69 haben die Halle Lions Fans sicherlich auch schon lange nicht mehr gesehen. 80 Punkte ihrer Mannschaft und danken es ihnen mit Standing Ovations. Und Back, der nächste Dreier, auch der sitzt, ja, ein bisschen spät. Und René Spanau reagiert aber nochmal, denn in einer engeren Kiste ist das natürlich gefährlich, dass man so schnell zwei Dreier in Folge reinkriegt. Punktestand, wenn Marburg 33 zu 22 zu Beginn des dritten Viertels oder als Halbzeitstand. Und in Oberhausen führt die Heimmannschaft 30 zu 23 gegen die La Louis Royals. Und bei den Lions geht es in die letzten 32,7 Sekunden des Spiels bei einer 8-Punkte-Führung. Man darf nicht nachlässig werden, man sollte den Chemnitzerin jetzt nicht noch zwei Dreier schenken. Egal wie, am Ende kann auch immer noch ein direkter Vergleich notwendig sein. Für egal, ob es um Playoff-Plätze geht oder um was auch immer. Und Tarasawa wird angespielt. Back fault da Tarasawa, die kriegt den Pass nicht mehr zu Ingen Henningsen, die da frei auf der Seite stand. Aber es sind immerhin knapp 8 Sekunden von der 6 Sekunden von der Uhr runter. Henningsen kommt wieder runter vom Feld. Elorani zurück. Und das ganze Spiel, was Sie jetzt vielleicht hier jetzt die nächsten 26,4 Sekunden sehen, nennt sich Stop the Clock. Foulspiel, um den Gegner an die Freiwurflinie zu zwingen. Und anschließend die Chance, um auf einen Dreier zu haben. 82 zu 72 jetzt. Und Tarasawa mit starken 29 Punkten. Ich glaube, von der Freiwurflinie ist er völlig, völlig ohne Fehlwurf. Und Kosaru nicht. Wilder Wurf da. Wilder Pass, besser gesagt. Hat sie nicht damit gerechnet, dass Elorani doch 1,93 groß ist. Jetzt gibt es hier nochmal einen Wechsel. Tarasawa geht. Standing Ovations für die Weißrussin und auch Laura Hebecker. Und Lena Büschel kriegt noch einen Kurzeinsatz mit Renata Smutku zusammen. 13,8 Sekunden. Smutku werden wir sicherlich noch mehr auf dem Spielfeld sehen. Büschel mindestens in der WNBL. Bietic setzt nochmal einen Dreier für ihre Mannschaft zum 75 zu 82. 10 Sekunden sind noch faul. Jetzt hat auch noch Renata Smutku nochmal die Chance, sich in die Punkteliste einzutragen. 9,5 Sekunden vor Schluss. Und Lela Bietic macht ein starkes Spiel hier. 24 Punkte für. Und auch Smutku darf sich hier in die Punkteliste eintragen. Die Spielerin mit der Nummer 4. 2 Punkte für sie zum 84 zu 75. Bietic noch ein Dreier. Nö, nicht. Aber Back von weit draußen geht daneben. Und die Lions gewinnen dieses Spiel mit 9 Punkten. 84 zu 75. Glückliche Gesichter auf Seiten der Lions.